Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu RLCraft. Und in der letzten Folge haben wir dieses T-Rex Velociraptor Hühnchen gemixt geboren. Sehr interessantes Tier auf jeden Fall. Ich habe noch keinen Plan, wie ich das einsetze oder was ich mit dem machen kann alles. Wir haben einige Hühnchen mittlerweile, die auch langsam alle erwachsen werden. Und wir sind kurz davor, unseren Bogen verwenden zu können. Jetzt müssen wir bloß herausfinden. Was zum Fick ist denn das da hinten? Weißt du was? Ich bin jetzt risky. Das Eisenschwert verwende ich jetzt. Day of Killing. Das ist 60 Leben. Geht mehr. Ich würde mal sagen, klein, aber oho. Und das ist mal wirklich oho. Also nicht nur oho, sondern ahu. So ein Sword. Alter, das Ding hat einen Schlag drauf. Lecko mio. Und ich mache absolut keinen Schaden an dem Viech. Sagt aber, der attackt deine 10. Warte, ich bräuchte jetzt auf so ein, auf mein Viech 4 Schläge und auf das bräuchte ich 6, 7 Schläge. 7 Schläge locker. Vielleicht finde ich hier jetzt gerade noch was mal zu killen. Schau mal zu den alten Sümpfen. Und zu den alten Gebieten. Hier waren ja früher die ganzen Monster. So. Schaut sehr verlassen aus. Aber hier nochmal nicht mal ein restliches Dorf auch. Da ist ein Haus mit einer offenen Hütte. Beziehungsweise mit einer offenen Tür. Ein paar Schafe und ein riesiger Berg. Ja, hallo. Da oben ist eine riesige Echse. Ja, heiße. Und wieder Freunde, die miteinander Basketball spielen. I'm loving it. So ein riesiger Turm. Ein Eisenvorkommen oberflächliches. Was hast denn du alles Schönes hier? Cobwebs. Ey! Holy moly. Okay, sind noch einige Viecher, die ich schon seit langer Zeit nicht mehr gesehen habe. Monster aus vergangenen Zeiten. Hallo Hühnchen. Hier ist ein Eisenvorkommen. Hat auch nur 44 Leben. Interesting. Da vorne ist ein Drachenböser. Das sind aber keine
Leben so wie ich sitze. Was passiert denn jetzt schon wieder? Habe ich Durst oder ist es. Warum? Ach, das ist, wenn man. Au! Jetzt verstehe ich. Da vorne ist der Drache unterwegs. Der Grüne ist es wieder mit den roten Augen. Aber wirklich, XP hat mir das jetzt auch nicht gebracht, ne? Ich brauche XP, Junge. Hoho. Sind die böse? Hi! Also ihr seid schon mindestens mal nicht böse, das ist schon mal vorteilhaft. Oh, geh weg! Geh endlich weg von mir, Nazgul! Wo ist dieser Nazgul, da ist er? Hui. Da sagt nochmal einer, so eine Reise kann nicht spannend werden. Ich würde gerne meine XP kurz aufziehen. Was zum Höllenschiss ist denn das jetzt da vorne? Okay. Alles easy. We don't have a problem here. Und alles bringt durch Hunger und Durst ist. Ich gehe jetzt zu dieser Festung und schau die mir mal aus der Nähe an. So eine Konstruktion habe ich lange, lange nicht mehr gesehen. Riesengroß und eine Riesenmenschen, wenn ich mich nicht irre. Also eigentlich der pure Horror, dieses Teil hier. Wisst ihr, was wir machen könnten? Man könnte hier sich Erde nehmen und nach oben bauen. Und ich bin dafür, das machen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall mal. Dann gehen wir zurück, holen die Erde und bauen uns da mal hoch. Einfach gucken. Bin mir nicht mehr sicher. Ich habe mal auf jeden Fall solche ähnlichen Konstruktionen gesehen. Bin mir allerdings nicht mehr ganz sicher, was der Haken an denen war. Und ja. Das bedeutet, wir sind dann wieder auf der Suche. Da sind noch ein paar von den Riesen. Ich bin im Kopf, dass die so viel XP bringen. Weil die ja doch relativ groß sind. Aber tun sie nicht, geben sie nicht. Vergiss es. Wieder der. Also ich finde eher, es ist hier eher so, du, entweder du bist halt voll nuts und tust um alles killen, was dir auf dem Weg umkommt, damit du XP kriegst. Oder man findet andere Wege, um hier zu überleben, aber ansonsten. Also ich spiele jetzt so, also es ist auch nicht so, als ob ich jetzt irgendwas künstlich rauszögern würde. Ich spiele so, wie ich so normalerweise auch spielen würde, wenn ich den Modus spielen würde. Und wenn ich ehrlich bin, ist der. Es ist für das, was ich am Ende habe, wahrscheinlich ein bisschen zu wenig.
Hört sich wahrscheinlich doof an, aber vielleicht versteht ihr es ja auch, was ich meine. Ich brauche mehr, so, du tust dir selber deine XP sozusagen geben. Du musst selber dir XP sammeln, aber nicht im Sinne von, dass du wirklich XP sammelst, sondern, und dadurch dir freischaltest, sondern du musst es halt lernen. Ich mag Lernspiele lieber, als wo ich mir alles nacheinander freischalten muss, immer die ganze Zeit. Weil das einfach, finde ich, nur purer Aufwand ist und eigentlich nicht wirklich Achievement-mäßig cool ist. Weil machen viele Spiele auch beim zweiten Spielen einen ganz anderen Aspekt, wenn du weißt, wie was funktioniert und dann machst du von Anfang an was anderes. Und das gibt dir sowas, so ein Spiel dann zum Beispiel nicht unbedingt die Möglichkeit. Klar, du lernst am Anfang, wie mache ich Fackeln, wie überlebe ich am schlauesten, wo kriege ich was, ja. Aber was mir halt ist dieses... Du musst nicht leveln, du musst bloß Wissen haben. Und das ist halt, was ich gerne mag. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich dann halt sowas wie DayZ gerne zocke. Hast ja keine XP, sondern du musst das Spiel wissen, du musst wissen, wie behandelst du dich, wie machst du was. In welchem Fall. So. Und da sind so Cockroach schon daheim. Hi, ich bin wieder zurück und ich habe eindeutig Durst. Zack, zack, einmal einen schönen Schluck nehmen. Ich muss doch gleich diese Boote, ja. Du, ich hätte hier ein frisches Hühnchen. Magst du sowas? Nee. Jetzt frisst er auch nicht diese Sau, du. Das ist wieder so eine Sau. Wir brauchen wieder ein bisschen Holz. Nehmen wir einfach mal den Deck hier, rein da mit dir. Ich trinke noch schnell einen Schluck. Und dann schnappe ich mir schon ein paar Hühnchen. Klack. Und die Kisten rein. Holy! Komm mal bitte kurz mit. Okay. I understand it not. Ich habe hier schon dieses Neues wieder. Aber ich sollte jetzt den Bogen füllen. Aber Leute, ich würde sagen, herausfinden, was wir mit dem ganzen Zeug machen können. Außerdem den Berg hochlaufen. Tun wir in der nächsten Folge. Ich habe es gefallen, wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.